Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jedi Knight. Jawohl, diesmal Level 3, geheime Operation auf Krill Dor. Der Geheimdienst der neuen Republik hat soeben eine Tibana-Gasplattform des Imperiums auf dem Planeten Krill Dor entdeckt. Wenn die Republik die Kontrolle über die Plattform übernehmen kann, würde dies einen schweren Rückschlag für die imperialen Hinterbliebenen bedeuten. General Wedge Antilles, oder wie auch immer man das ausspricht, von der Roach-Staffel hat einen waghalsigen Plan ausgearbeitet, bei dem er mit einer einzigen Bodentruppe die gesamte Fabrik einnehmen kann. Und ich wette, wir sind derjenige. Danke für die Hilfe, Jaden. Luke sagte mir, du würdest ein fabelhafter Jedi. Jetzt begeben wir uns zu Krill Dor und kümmern uns um die Minenplattform. So, ja, Leute. Machtwürgegriff haben wir. Dann mache ich mal Machtschutz. Das kann nicht verkehrt sein. Machtschutz ist richtig gut eigentlich, finde ich. Allerdings natürlich erst auf Level 3. Der Jedi ist vor 25% der Treffer durch physikalische Projektil- und Energieangriffe jedoch nicht vor Machtangriffen geschützt. Ne? Aber dennoch bringt das schon einiges. Deswegen fange ich damit mal an jetzt. So, nehmen wir das hier. Zack. So. Los geht's. Das Level ist jetzt eigentlich, ich weiß noch welches das ist, da kann ich mich noch zurückerinnern, das ist jetzt gar nicht so schwer, wenn man weiß, wo man langlaufen muss, ja. Sonst kann man sich da wirklich tot suchen. Diese Einrichtung ist leicht verteidigt. Sie dachten, wir würden sie nicht finden. Mein Zielcomputer wird deine Signale erfassen. Platziere sie an wichtigen Stellen. Dann verdrücken wir uns. Ich fliege mit vollem Laserbeschuss. Wenn alles planmäßig verläuft, ist deren Verteidigung ausgeschaltet, bevor sie merken, dass wir sie getroffen haben. Okay, Jaden. Beginn mit dem Schildgenerator. Sonst wird das eine kurze Mission. Verstanden. Ja, das kriegen wir hin. Ich denke mal. Halt, stehen bleiben! Ihr bleibt stehen. Noch jemand? Ja, da hinten. Er will es auch noch mal wissen. So, ab nach oben. Wo willst du hin? Lauf doch nicht weg. Bro, was geht? Ist aber auch ein Assi. Ja, das hast du jetzt davon. Hier bist du nur stehen geblieben. So, hier dann gleich wieder hoch und schon sind wir da. Oh, wer bist du? Und runter. Jetzt habe ich aber langsam die Schnauze voll. Komm her hier jetzt. So, jetzt aber. Das ist aber auch ein Nervbolzen da. Ich hoffe, da kommt nur dieser eine hier. So, da haben wir das erste Signal. Victor, Jane, ich geh rein. Jawohl. Alles klar. Ja, Leute, und ihr merkt schon, das ist hier alles unmittelbar in der Nähe. Wenn man weiß, wie man läuft, ist das gar kein Problem. Das sollte ihren Widerstand schwächen. Alles klar. Ja, Leute, und da das jetzt das zweite Kapitel ist und wir Level 2 Machtfähigkeiten haben, können wir auch höher springen und so. Das heißt, man muss in höheren Maßstäben ein bisschen denken. Ja? Einfach mal ein bisschen rumhüpfen. Zack. So. Schon sind wir da oben. Scheiß auf verschlossene Türen. Das läuft zu gut. Ich denke auch. Jetzt die Kommunikationszentrale, damit sie keine Hilfe mehr rufen können.
Alles klar, da oben drauf. Okay. So, hier mal kurz rüber. Zack. Oh, nicht runterfallen, du. Mach keinen Scheiß. Fahrstuhl bitte. Hier, der ist kaputt. Na egal, springe ich da so runter. Der smoked mir nix. Mal kurz ein bisschen Energie zugehascht. Wunderbar. Kontrollpunkt erreicht. Was geht hier, Bro? Nichts. Wir müssen da auf jeden Fall rüber. Jetzt nicht zur Kommandozentrale, weil soweit ich weiß, ist hier unten zu. Oha. Hier ja, auch nochmal runtergeschubst hier, die Jungs. Hier, da liegt er. Warte, ich helfe dem Spiel mal ein bisschen. Nicht, dass es nachher noch Grafikfehler gibt. Lass ich den lieber mal verschwinden. So. Ja, wie gesagt, da sind auf jeden Fall die Türen zu. Wir müssen hier in dieses große Gebäude da rein. Weil ich weiß, da können wir nämlich hier drüber. Ah, was ist mit euch los? Das wird ein weit los, pass mal auf. Ja, könnte besser sein. Da geht noch was. Ist auch nochmal ein Freiwilliger. Ah, apropos, ich habe ja Macht wirklich. Hier, guck mal. Den kann ich auch richtig wegwerfen. Pass mal auf. Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Da musst du hin. Geil. Ja, ich find's gut, ey. Macht wirklich, das hat schon was. Ich find's gut. Ich könnte ihn natürlich noch richtig töten, also wenn ich den da jetzt mit dem Machtwürgegriff die ganze Zeit am Würgen bin. Ist klar, irgendwann stirbt er dann auch, ne? Aber runterschmeißen ist, denke ich, schneller. Cool, brauche ich Energie? Ja. Machen wir hier die Bude auf und wie ihr seht, das Glas ist kaputt. Da haben wir dann die Möglichkeit, jetzt hier erstmal raus zu hüpfen. Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Ich speichere mal lieber. Fallschaden kann ich jetzt natürlich ein bisschen mehr aushalten, allerdings will ich es nicht übertreiben. So, und dann hier einfach mal so. Dann hier so. Und schon sind wir drauf. Okay. So funktioniert das. Mit dir. So, das lief einfacher. Perfekt. So, hier ist das nächste Signal. Starte einen weiteren Anflug. Jawohl. Platziere das nächste Signal am Generator, damit wir diese Turbolaser ausschalten können. Ah, alles klar, da ganz unten. Okay, okay. Machen wir uns auf Weg nach unten. Auch schon wieder so ein Freiwilliger. Ich weiß nicht, ich könnte noch ein bisschen weiter, wenn ich richtig trainiere. Ja, da kann ich. Da ist noch Potenzial nach oben. So, wo müssen wir als nächstes hin? Gute Frage. Wir müssen nach unten, genau. Und zwar dorthin. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt Level 2 Macht haben und sowas, können wir ruhig ein bisschen Fallschaden in Kauf nehmen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich springe einfach mal runter. Bin ich zwar so gut wie kaputt, aber dadurch spare ich mir dieses ganze Hin- und Hergewurschtel da mit Türen und sowas. Ab nach unten.
Das habe ich und hier ist das nächste Gerät. Schießt da jemand? Was? Lass den Scheiß. Das machst du gut, Jaden. Dankeschön. Lob nehme ich ja gerne an, aber wie er das sagt, ne? Das machst du gut, Jaden. Ganz toll. Halt's doch durch. Geh jetzt zum Kommandozentrum, Jaden. Das ist das größte Ziel. Alles klar, Bro. Wir kennen das. So, das haben wir kaputt gemacht. Jetzt nicht weiter, muss ich hier, glaube ich, rum. Ja, hier haben wir Fahrstuhl geholt. Da bloß aufpassen, dass man nicht da drunter steht. Ja, der zerquetscht einen wie eine Fliege. Das war, wo ich zum ersten Mal das Spiel gespielt habe, waren Fahrstühle wirklich mein Endgegner. Hier rein. Ich müsste hier sowieso gleich einfach machen. Okay, da ist er doch schon. Okay, dann hier wieder hoch. Diesmal müssen wir jetzt in das andere Gebäude da rein. Diese sogenannte Kommandozentrale. Aber kein Thema sein, denn ich weiß, was los ist. So, da müssen wir rein, genau. Und dann hier hoch. Cool, da ist auch noch ein Schiss, Junge. Was bin ich so voll hier jetzt? Ich störe das. So, jetzt bist du dran, Arschloch. Kurz heilen. So. Zack, zack. Feierabend. Alles Anfänger. Ich sage euch, alles Anfänger. Prozent, das gefällt mir. So. Jaden, eine Reihe von Truppen ist auf dem Weg zu den Tanks, um sie zu sabotieren. Halte sie auf, sonst war unsere Mission vergebens. Verstanden, General. Alles klar, no problemo. Weiß ich auch schon ungefähr, wo ich da hin muss, und zwar dorthin. Hatsch ich hier einmal mal rum. Hier sind ja überall dann nochmal Gegner neu erschienen. Hier zum Beispiel so ein Unsichtbarer. Das hast du jetzt davon. Schlecht. So, erste Bombe haben wir schon mal. Fehlen noch drei. Fehlen noch zwei. Ich bin was rüber gejumpt, ich bin so verrückt. Und da auch gleich wieder rüber jumpen, sparen wir ein bisschen Weg hier. Mit auf Kopf. Das machst du gut, Jaden. Dankeschön. Feierabend. Ja.
Verdammt. Wunderbar, das läuft zu gut. Zurück zum Schiff, Jaden. Wir sind hier fertig. Jawohl, zurück zum Schiff. Müssen wir wieder zum Hangar, den wir als erstes bombardiert hatten. Ne, war es das eigentlich, glaube ich, mit der Mission? So einfach läuft's. Na, hier rüber. Ah, da hinten sind auch noch ein paar Gegner. Mensch, mein Gott, ihr dürft leben. Nee, 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 lass mal den Scheiß. Das ist keine Chance. So, und da ist unser geliebter Flieger. Können wir ab nach Hause. Jaden, Luke hatte recht mit dir. Die Republik schickt Truppen, um die Plattform zu verteidigen. Dank dir können die Hinterbliebenen die Jünger Ragnus nicht sofort mit Nachschub versorgen. Jawohl, und das ist, was wir wollten, oder? Jaden, ich hörte, dass ein paar der Jünger Ragnus auf Dagobah sind. Sie haben auch dort die Energie der dunklen Seite der Macht aus der Höhle entzogen. Oh nein. Ja, Leute, das war auf jeden Fall diese Mission. Wie gesagt, ne, geht eigentlich recht schnell, wenn man weiß, wo man langlatschen muss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Möge die Macht mit euch sein.